Es erinnert an Filme wie Terminator oder iRobot. Maschinen, die von Menschen kaum noch zu unterscheiden sind. Und genau das scheint immer realistischer zu werden. Der Beweis ist Grace. Sie sieht aus wie eine nette junge Frau, die in der Nachbarschaft wohnen könnte. Unter ihrer Haut fließt allerdings Strom durch die Drähte. Grace ist ein Roboter. Entwickelt in Hongkong. Grace kann älteren Menschen die Einsamkeit nehmen. Auch Menschen in einer Corona-bedingten Isolation könnten mit Grace interagieren. Der Roboter kann schließlich nicht an dem Virus erkranken. In ihrer Brust trägt Grace eine Wärmekamera und kann damit die Temperatur eines Menschen messen. Mit künstlicher Intelligenz kann Grace Patienten diagnostizieren und auf 3 Sprachen mit ihnen sprechen. Es ist etwas erschreckend, wie sehr diese Maschine mit dem Krankenschwester-Outfit einem echten Menschen ähnelt. Ihre Mimik entsteht durch 48 Hauptgesichtsmuskeln. Dieser menschliche Roboter soll überfordertes Krankenpersonal unterstützen. Momentan kostet diese Maschine noch so viel wie ein Luxusauto, doch wenn Zehntausende oder Hunderttausende Exemplare produziert werden, würde der Preis deutlich sinken. Und wer weiß, ob in Zukunft Menschen neben uns durch die Straße gehen, die in Wirklichkeit Roboter sind. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.